Matthäus Kapitel 10 beschäftigt sich damit, dass die 12 Apostel ausgesandt werden, jeweils zu zweit, um in die Dörfer und Städte zu gehen und das Kommen von Jesus vorzubereiten. Also er wählt die 12 erst aus und sendet sie dann aus. Da Jesus aber im Matthäus-Evangelium außerhalb dieses Aussendungsbefehls und des Berichtes, wie sie dann rausgehen, auch noch sehr konkrete Ansagen über die Zukunft macht und wie Menschen den Jüngern begegnen werden und was sie zu erwarten haben, die wir so in diesem Zusammenhang ausschließlich in Matthäus finden, wird Amelie euch diese Dinge wieder im Mix mit den Bibelcartoon-Clips dazwischen aus der Volksbibel vorlesen. Viel Spaß dabei! Eines Tages ging Jesus eine Weile auf einen Berg, um mit Gott zu reden. Als er wiederkam, wählte er 12 seiner Freunde. Er nannte sie Apostel, was so etwas wie Botschafter bedeutet. Es waren Simon Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und der Steuereintreiber Matthäus, Jakobus und Thaddäus, der Freiheitskämpfer Simon und Judas Iskariot. Diese 12 schickte er jeweils zu zweit auf eine Reise. Nehmt nichts mit, weder Geld noch Kleidung. Geht in alle möglichen Städte und Dörfer in Israel und erzählt den Menschen, was ich euch beigebracht habe, dass Gottes Königreich begonnen hat. Ich gebe euch die Kraft, Menschen von ihren Krankheiten zu heilen und von bösen Geistern zu befreien. Bleibt in den Städten, in denen man euch freundlich aufnimmt. Wenn euch eine Stadt nicht will, geht einfach weiter in die nächste. Es ist für euch so, wie wenn ihr beim Auswärtsspiel in den gegnerischen Fanblock müsst. Darum passt auf euch auf. Ihr müsst so schlau sein wie Albert Einstein und dabei so liebevoll wie Mutter Teresa. Passt auf euch auf und seid auf der Hut vor den Menschen. Die werden versuchen, euch wegen Nichtigkeiten anzuzeigen, und in den Synagogen wird man euch öffentlich zusammenschlagen. Weil ihr zu mir gehört, wird man euch vor den Richter zerren, ihr werdet in den Knast geworfen und verhört werden. Ihr werdet aber hart bleiben und zu den Sachen stehen, die ich euch erzählt habe, denn alle Menschen müssen davon hören. Wenn sie euch vor Gericht stellen, habt keine Panik davor. Gott wird da sein und euch helfen, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. Ihr müsst nur euren Mund aufmachen, dann wird Gott, euer guter Papi, schon dafür sorgen, dass ihr das Richtige sagen werdet. Das wird eine harte Zeit sein, selbst ein Bruder wird seinen eigenen Bruder an die Polizei verraten. Väter werden ihre eigenen Kinder anzeigen. Kinder werden gegen ihre Eltern aussagen und sogar Auftragsmörder organisieren, um sie zu töten. Die ganze Welt wird euch hassen, nur weil ihr sagt, dass ihr zu mir gehört. Doch wer zuletzt lacht, lacht am besten, ihr werdet am Ende gerettet werden. Wenn die hinter euch her sind, dann flieht von einer Stadt in die nächste. Hey, eins ist ganz sicher, noch bevor ihr das ganze Ding zu Ende gebracht habt, werde ich zurückkommen. Der Lehrling hat nicht so viel zu sagen wie der Meister, und auch ein Angestellter ist unter seinem Chef. Der Lehrling kann sich schon freuen, wenn er genauso behandelt wird wie sein Meister. Wenn sie zu mir schon gesagt haben, dass ich der Teufel bin, was werden sie dann erst zu euch sagen? Also, habt keinen Schiss vor den Menschen, die euch verprügeln wollen. Denn bald ist es soweit, dann kommt eh alles raus, selbst die geheimsten Geheimnisse werden ans Licht kommen. Alles, was ich euch hier heimlich anertraue, das dürft ihr ab jetzt scheren. Alles, was ich euch ins Ohr geflüstert habe, das könnt ihr jetzt im Internet raushauen. Ihr braucht echt keine Angst vor denen zu haben, die ja sowieso nur euren Körper töten können. Eure Ideen, eure Gedanken, das, was euch eigentlich ausmacht, also eure Seele, all das können sie nicht töten. Nur vor Gott muss man Respekt haben, denn er kann sowohl euren Körper als auch eure Seele kaputt machen, indem er euch in die Hölle schickt.
Was müsste man heute für einen Kanarienvogel bezahlen? 5 Euro? 10? Und trotzdem fällt keiner so mal eben tot von der Stange, es sei denn, Gott will das so. Glaubt mir, selbst jedes einzelne Haar auf eurem Kopf kennt Gott in- und auswendig. Er hat sie sogar gezählt. Ich sag es nochmal, keine Panik. Ihr seid Gott weitaus mehr wert als eine ganze Halle voller Kanarienvögel. Darum gilt: Wer sich für mich vor anderen gerade macht, für den werde ich mich auch vor Gott gerade machen. Wenn sich aber jemand dafür schämt, zu mir zu gehören, für den werde ich mich auch schämen, wenn ich vor meinem Vater im Himmel stehe und mit ihm rede. Ich bin gekommen, um ein Feuer auf die Erde zu werfen und würde mich freuen, wenn es schon brennen würde. Denkt nicht, dass ich hier bin, um Frieden zu bringen. Nein, wegen mir werden sich Familien verstreiten und Geschwister gegeneinander kämpfen. Die Menschen, die zu mir gehören, werden viele Probleme mit den Menschen haben, die nicht zu mir gehören, und es wird Streit geben. Wundert euch nicht, wenn das passiert, weil ihr mit mir geht. Wenn euch jemand bei sich wohnen lässt, dann lässt er im Grunde mich bei ihm wohnen. Und damit wohnt Gott selber bei ihm zur Untermiete. Falls einer jemanden bei sich wohnen lässt, der ein Prophet ist, wird er ganz fett belohnt werden. Und wenn man jemanden mal zur Untermiete einziehen lässt, der einfach nur ein gläubiger Mensch ist, wird man von Gott auch was dafür bekommen. Eins ist ganz sicher: Jeder, der einem meiner Leute auch nur mal Mehl-O-Saft gibt, wird dafür irgendwann mal fett belohnt werden. So machten sich die 12 Apostel auf den Weg. Überall, wo sie hinkamen, heilten sie Kranke, vertrieben böse Geister und erzählten von Gottes Königreich. Als sie zu Jesus zurückkamen, waren sie begeistert. Sie erzählten ihm, was alles passiert war. Jesus freute sich mit ihnen, aber er sagte ihnen auch: Freut euch viel mehr darüber, dass ihr selbst zu Gott gefunden habt und durch mich ewiges Leben haben werdet.